Klar, da gibt es immer Geschichten. Günter Breitzke ist auch so ein Vogel gewesen. Günter Breitzke. Das war so, das waren die Momente, wo wir ja, alle zusammengehalten haben, Umzüge und so gemacht haben. Und Günter ist umgezogen von einer Wohnung in eine etwas größere Wohnung. In Mühlheim, glaube ich, hat er gewohnt. Dann sind wir zu der ersten Wohnung gekommen mit so einem Transporter. Da stand ein Bett und eine Sonnenbank. Was ist denn hier los? Küche, nichts, gar nichts. Aber ein Bett und eine Sonnenbank, die stand drin. Ich sage, hier hast du gelebt. Ja, ja, okay. Dann sind wir, haben wir eingepackt, sind dann in die neue Wohnung gefahren. Und dann hat der, kam so ein Wagen an, da waren dann alles neue Möbel, also Schränke und alles drin. Aber auspacken und eintragen mussten wir das dann. Und Günther? Günther hat sich, ich musste elektrische machen, ich mache den Fernseher, sagt er, ich muss den Fernseher einstellen. Er hat den Fernseher dahingestellt, einen Stuhl genommen und hat dann Fernsehen geguckt und wir haben dann die ganze Bude eingebaut oder aufgebaut und ja, das waren so Geschichten. Da war Günther, ja, war ein guter Junge, viel Spaß hier auch mit dem.